Sind Politikerinnen und Politiker käuflich? Oder ein bisschen netter ausgedrückt, werden sie vom Geld, das sie für Nebenjobs bekommen, beeinflusst? Fragezeichen. Für das Bürgerinnen und Bürger das beurteilen können, gibt es die Liste der sogenannten Interessenbindungen. Das hier, das ist die von einem Ständerat. Wir sehen, der hat diverse Mandate, Galanda beispielsweise, Economy Suisse, ein bisschen weiter unten, Siegfried AG und so weiter und so weiter. Bis jetzt müssen Parlamentarierinnen und Parlamentarier nur angeben, ob sie für ein Mandat gezahlt werden oder nicht. Das Parlament hat aber letzten Dezember darüber diskutiert, ob sie nicht auch müsste angeben, wie viel sie bekommen. Weil es doch einen Unterschied macht, ob das 5'000 oder 50'000 Franken sind. Und da hat der Mitte-Politiker Pfister Folgendes gesagt. Die Umgehungsmöglichkeiten, um diese neue Bestimmung zu umgehen, wären denkbar einfach. Mit der Begründung einer Beratungsfirma, in die Honorare als Mandaten fließen könnten. Er sagt also, wir wollen keine Regeln, weil man die Regeln könnte umgehen. Das ist etwa so, wie wenn man würde sagen, nur 120 auf der Autobahn. Das wird schwierig, man kann problemlos schneller fahren. Und es geht noch weiter. Sie seien auch darum gegen mehr Transparenz bei den Nebenjobs, weil bei den Hauptjobs, also dort, wo Parlamentarierinnen und Parlamentarier angestellt sind, auch mit der neuen Regelung noch keine Transparenz würde herrschen. Also, wir wollen das Problem nicht lösen, weil es noch etwas Grösseres gibt. In den Worten von Gerhard Pfister. Lohnabhängigkeiten sind stärker als Mandatsabhängigkeiten. Er sagt selber, Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind abhängig vom Arbeitgeber und von ihrem Mandat. Und trotzdem soll die Bevölkerung nicht wissen, wie gross die Abhängigkeit ist. Sprich, wie viel sie für ihre Mandate bekommen. Ich finde das bedenklich. Wie siehst du das? Das nimmt mich wunder. Schreib die Kommentare da unten rein. Bis gleich.